Wir bekommen häufig die Frage gestellt, was sind denn die Unterschiede zwischen unseren einzelnen Aerosling-Modellen? Das versuche ich euch mal zu erklären. Wir haben hier als erstes unser Einsteigermodell, den Aerosling XPE. Der besitzt eine hochwertige Umlenkrolle, ein Gleitlager, hat hier unten an einem Seilende Verstellmöglichkeiten durch den Griffknoten, was völlig ausreicht, da durch die Umlenkrolle beide Griffe sich immer auf demselben Niveau befinden. Wenn wir uns dann mal die Griffe anschauen, hier haben wir glasfaserverstärkte Kunststoffgriffe. Die sind sehr langlebig und robust. Möchte man mit den Füßen trainieren, schiebt man die Griffe einfach beiseite und hat hier seine große Fußschlaufe. Der XPE zeichnet sich auch dadurch aus, dass er besonders leicht ist. Also gerade für Reisen oder unterwegs ist er sehr gut geeignet. Als nächstes haben wir hier den Aerosling Elite. Der besitzt dieselbe Umlenkrolle wie der XPE, ein hochwertiges Gleitlager. Anders als beim XPE haben wir hier auf beiden Seiten Verstellmöglichkeiten. Und wir haben, anders als beim XPE, einen Karabiner hier vor den Griffen. Der ermöglicht es uns, Equipment zu addieren, Geräte zu kombinieren. Wir können auch hier beide Enden zusammenhaken. Also hat man hier noch immer mehr Möglichkeiten. Dann haben wir anstelle von Kunststoffgriffen haben wir hochwertige Aluminiumkerngriffe mit Gummiummantelung. Die lassen sich noch besser greifen. Und möchte man mit den Füßen trainieren, kann man einfach den Griff beiseite schieben und hat hier seine Fußschlaufe. Durch den Karabiner haben wir aber auch die Möglichkeit, den Griff zu entfernen und so eine größere Fußschlaufe zu haben. Als letztes haben wir hier unser Spitzenmodell, den Aerosling Elite Plus. Der zeichnet sich dadurch aus, dass wir hier eine größere Umlenkrolle haben mit einem hochwertigen Kugellager, was noch leichtgängiger ist, also fürs Training noch mehr Instabilität bringt. Weiter unten finden wir genauso wieder zwei Griffknoten und die Karabiner, die das Gerät erweiterbar machen. Genau wie beim Aerosling Elite haben wir die hochwertigen Aluminiumkerngriffe mit Gummiummantelung. Anders als beim Elite haben wir hier schon vorinstalliert die großen Fußschlaufen. Ja, gerade wenn es schnell gehen muss oder wenn man gerne ein bisschen mehr Auflagefläche hätte, bieten die sich sehr gut an. Die können aber bei den anderen Modellen auch nachgerüstet werden. Beim Elite Plus sind sie schon standardmäßig vorhanden.